Willkommen hier in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel im Regen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Hannover 96 gegen Hamburger SV. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ball ist unterwegs. Ball wird hier erstmal geblockt. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Ah, da wäre jetzt Platz. Die Chance. Die Chance. Die Riesenchance. Aber was für ein Reflex. Super gehalten. Das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Frühes Stören jetzt. Ja, schön, der Grätsche ausgewichen. Weiter geht's. Er zieht vorbei. Könnte die Führung werden. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das sah gut aus bis hierhin, aber mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Riesenchance. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Kurze Ecke. Das ist die Chance. Klasse gemacht, stark geblockt. Sie können es machen. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Kittel. Kinzombie. Da holen sie sich den Ball mit diesem Zweikampf. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jamera. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann nimmt er diese Hereingabe an, macht das super, lässt sich nicht aufhalten und drin das Ding. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen.
Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Kinzombi. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Sie haben den Ball. Kinzombi. Meffert. Kittel. Das wäre eine gute Chance geworden, aber der Verteidiger ist da. Könnte jetzt was werden. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Kittel. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Er holt sich vorne den Ball. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Jetzt wird's gefährlich. Ball ist unterwegs. Abgeblockt, weiter gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Wieder ein Ball. Er ist heute aktueller Spielstand jetzt also 2:1. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft, aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiter hinten. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich werden. Vielleicht der Ausgleich. Nicht drin. Und abseits ist es auch noch, wir sehen es, alle können sich wieder beruhigen, alle können sich wieder hinsetzen, nichts passiert. Auf außen ist Platz. Klasse durchgesetzt. Kann er was draus machen? Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich viele Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Vermeintlich klare Führung zur Pause. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Kurze Ecke. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Kinzombi. Kittel. Guter Pass jetzt. Gute Chance.
Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Da wäre Platz für den Konter. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt ist er durch. Sie haben immer noch den Ball. Ball ist weg. Erstmal abgeblockt. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Das ist korrekt. Es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Platz für die Flanke. Ball ist unterwegs. Der Pass. Stark gemacht. Und seit seiner Verwarnung muss er hier aufpassen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Akteur. Und die Auswechslung geht sicher in Ordnung. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Ja, gut, sie machen da Druck jetzt. Ball ist im Aus. Julian Börner. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Die Chance jetzt. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Meffert. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. In den freien Raum. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt wechseln sie hier aus. Ecke wird kurz ausgeführt. Da zieht er ab. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Ecke kommt kurz. Er zieht ab. Ja, Zieler, ganz sicher. Macht er gut. Toll gemacht vom Torhüter. Er hält den Schuss. Ecke. Ecke kommt rein. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Dominik Kaiser. Ja, da ist Platz jetzt. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt könnte er flanken. Kittel. Da hat er die Chance. Sie treffen hier. Damit kommen sie ein wenig wieder ran. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Neuer Spielstand, 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Da steigt er wieder zu hart ein. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl. Nein, da muss er erneut gelb zeigen. Es ist die zweite und damit die Chance jetzt. Mit der Überzahl sind sie hier natürlich.
Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Schön vorbeigekommen. Jetzt wird's gefährlich. So, klasse. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Oh, Ball noch im Spiel, aber abseits. Szene wird abgepfiffen, kein Tor. Ah, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Kittel. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da muss er hin und holt sich den Ball. Kittel. Da wäre Platz für den Konter. Zu früh gestartet, es geht abseits. Gute Balleroberung hier. Gefährlich! Klasse vom Verteidiger, er blockt die Flanke ab. Jetzt der Eckball. Gute Aktion. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Glanzparade gehalten. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ecke kommt ins Zentrum. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Das hätte durchaus was werden können, aber abseits. Ah, da hat das Timing nicht ganz gestimmt. Läuft zu früh los. Kennen wir natürlich besser. Da kann die Abwehr jetzt erstmal durchschnaufen. Das ist ein vielversprechender Pass. Ah, oh, das sah vielversprechend aus, aber abseits. Knappe Geschichte, aber da kam der Vorstoß einen Tick zu früh. Das sind Sekundenbruchteile. So wird die Szene abgepfiffen, schade. Das hätte durchaus gefährlich werden können. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Sie haben den Ball. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie.